Dann bin ich da 3 Tage nach meinem 18. Geburtstag hingefahren und da sagte mir die Ärztin, aufgrund des Hormonstatuses bin ich in der Menopause. Und dann habe ich ihr gefragt, was bedeutet das denn jetzt für mich? Und da sagt sie zu mir, ja, Sie können keine Kinder kriegen. Ich bin Marie, ich bin 19 Jahre alt und gehöre zu den unter 1% Frauen, die schon sehr jung in den Wechseljahren sind. Ich bin früher in einem kleinen Dorf aufgewachsen, bis zur 3. Klasse. Danach sind wir in eine größere Stadt umgezogen. Und ja, ich bin bei meiner Mama und meinem Bruder mit aufgewachsen und an den Wochenenden war ich oft bei meinem Papa. Ich bin sehr liebevoll erzogen worden und kann insgesamt sagen, dass ich eine sehr, sehr schöne Kindheit hatte. Ich kann mich ganz genau an das erste Mal, als ich meine Tage hatte, erinnern. Da war ich 13 Jahre alt und da an dem Tag war leider kein schöner Tag für mich. Ich weiß das noch ganz genau. Morgens kam meine Periode das erste Mal und dann habe ich quasi die Krebsdiagnose von meinem Papa erfahren. Dass ich jetzt meine Periode bekommen habe, war mir in dem Moment auch erstmal wirklich egal. Ich war fürchterlich am Weinen und wusste auch erstmal so gar nicht, was das bedeutet. Das war so ein Kloßgefühl. Es war, alles war schwer, man wusste, der Papa leidet, man wusste gar nicht, wie man damit umgehen soll. Es war schwierig die ersten Wochen, weil keiner wusste, wie es weitergeht. Der Todestag war wie ein Einschlag. Also man kann das gar nicht beschreiben. Man sitzt da und der ist jetzt auf einmal tot und man realisiert das gar nicht. Zu dem Zeitpunkt, als mein Papa verstorben ist, hatte ich meine Periode. Und die hörte dann auch plötzlich einen Tag später komplett auf. Da dachte ich erstmal so, die ist jetzt einfach erstmal vorbei. Das ist jetzt der Stress in meinem Körper. Da dachte ich mir erstmal so gar nichts bei. Dieser Ort bedeutet mir sehr viel, da es ein Ort von Zuflucht für mich ist. Und ich bin damals, als ich auch Diagnosen hatte, immer hierher gefahren, um das so ein bisschen verarbeiten zu können. Ich habe meinen Papa sehr vermisst, beziehungsweise ich würde gern wissen, wie er reagiert hätte und wie er dann auch vielleicht für mich da gewesen wäre. Und ja, es hat mir schon sehr gefehlt. Zunächst erinnere ich mich, dass meine Tage erstmal für 2 Monate ausgeblieben sind. Ich bin danach ganz normal zu meiner Frauenärztin gegangen, um einfach mal nachzufragen, mich so ein bisschen durchchecken zu lassen, weil das dann schon sehr auffällig war, dass es über 3 Monate nicht da war. Und die sagte mir aber dann, dass es noch normal wäre und dass es der ganze Stress wäre, der meinen Körper gerade dazu bringt, dass die Periode ausbleibt. Meine Periode kam dann circa so nach 7 Monaten wieder, ganz plötzlich. Und da dachte ich mir, ja, das wird dann jetzt wieder eingependelt sein und wird wieder normal sein. Ich hatte dann meine Tage erst so 2-3 Monate regelmäßig und dann fing das wieder an, dass es für über 3 bis 4 Monate ausblieb. Das war also so mit 17 circa kam das auch irgendwann gar nicht mehr und dann kamen ja auch die Beschwerden hinzu. Mir sind die Haare ausgefallen, also ich hatte früher immer sehr, also volleres Haar viel mehr, die waren nicht so dünn und natürlich die Hitzewallung, wenn halt draußen war es kalt und ich habe trotzdem total die Hitze in mir gespürt. Ich habe mit meiner Mama sehr viel über diese Sorgen geredet und sie schickte mich dann auch zu einer anderen Ärztin bzw. hatte nochmal darauf gepocht, dass nochmal weiter geguckt wird. Der TSH-Wert ist ein Schilddrüsenwert, der unter anderem auch Hormone zum Schwangerwerden bildet. An dem konnte man gut sehen, wie funktionieren so die Eierstöcke. Und da der halt schon sehr stark abgewichen hat, hat mich meine Hausärztin dann auch in die Endokrinologie geschickt. Und dann wurde auch ein ganz großes Blutbild gemacht. Und dann wurde ich eine Woche später, kurz nach meinem 18. Geburtstag, angerufen und halt gebeten, noch mal in die Endokrinologie zu kommen. Normalerweise teilen die Ärzte per Telefon mit, ob beim Blutbild was okay ist. Aber die Ärztin wollte mich gern noch mal sehen. Dann bin ich da 3 Tage nach meinem 18. Geburtstag hingefahren mit meiner Mama. Und das Blutbild wurde besprochen und da sagte mir die Ärztin, aufgrund des Hormonstatuses bin ich in der Menopause, also in den Wechseljahren. Und dann habe ich gefragt, was,
was bedeutet das denn jetzt für mich? Und da sagt sie zu mir, ja, sie können keine Kinder kriegen. Ja, und mit dem Gedanken bin ich dann erstmal so nach Hause gegangen. Meine Mama möchte nicht gezeigt werden, da sie sich vor der Kamera nicht so wohl fühlt, möchte aber dennoch was dazu sagen. Als wir die Diagnose von der Endokrinologin bekommen haben, das war ein Albtraum, das wurde uns um die Ohren gehauen, sie wäre in den Wechseljahren, sie hätte Menopause. Also ich hätte mir nie vorstellen können, dass ein Mädchen mit 18 Jahren in die Wechseljahre kommt. Ich habe dieser Endokrinologin auch gesagt, was erzählen Sie hier für einen Mist? Meine Tochter ist vor 2 Tagen 18 geworden, jetzt keine Wechseljahre. Das kann nicht sein. Ja, ich habe irgendwie fürchterlich geweint. Das hat mir wehgetan, dass Marie halt nie ein Kind kriegen wird. Und einfach, weil sie schon genug in ihrem jungen Leben erlebt hat, nicht noch so einen Scheiß braucht. Kann man nicht haben für seine Tochter. Die Verdachtsdiagnose hieß halt prämature Ovarialinsuffizienz. Zu dem Zeitpunkt kannte ich mich ja noch nicht mit so Methoden zum Kinderkriegen, sag ich mal, aus, mit Eizellenentnahme und Einfrierung. Da habe ich erstmal nur die Überweisung ins Kinderwunschzentrum bekommen und dann dachte ich mir erstmal, ja, wartest du erstmal ab. Vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm, vielleicht können sie noch was machen, das wird schon alles gut werden. Ich habe dann eine Ärztin zugeteilt bekommen, Frau Dr. Rode. Und die hat zunächst erstmal mit mir gesprochen, hat sich ganz viel Zeit genommen. Und da hatte sie mir über verschiedene Methoden, wie wir jetzt, sag ich mal, vorgehen, mich aufgeklärt. Wechseljahre sind ein physiologischer Prozess, den jede Frau irgendwann unterläuft und beruht auf einem Funktionsverlust der Eierstöcke. Die Eierstöcke produzieren dann kein Östrogen, Progesteron und Testosteron mehr. Und durch diesen Hormonentzug entstehen Symptome wie Haarausfall, Schweißausbrüche, Hitzewallungen, Depressionen können auftreten, Libidoverlust. Wir Frauen treten physiologischerweise in die Wechseljahre im Alter zwischen 48 und 53 Jahre ein. Es gibt aber ein Krankheitsbild, wo das deutlich früher passieren kann. Das betrifft 1-2% aller Frauen. Ich habe Marie kennengelernt vor 1,5 Jahren, kam sie zu uns hier in unsere Praxis. Wir haben natürlich beim Geburtsdatum dann gestaunt, denn mit 18 Jahren, das ist natürlich sehr, sehr früh. Ich habe dann eine 3-Monats-Hormontherapie angefangen, um zu schauen, ist eine Eizellranreifung noch möglich? Weil bei mir war das Problem, ich hatte zu wenig Eizellen, also fast gar keine. Mir ging es oft nicht so gut, da ich oft morgens Übelkeit hatte, einen sehr aufgeblähten Bauch. So hatten mir die Ärzte gesagt, wie so eine Scheinschwangerschaft da war. Und psychisch haben sie halt so eine kleine depressive Verstimmung ausgelöst, weswegen ich oft sehr unten war, also down war und auch wenig Motivation hatte. 3 Monate später bin ich nochmal hin, dann wurde nochmal halt untersucht und ein Blutbild gemacht. Und dann konnte sie mir auch viel mehr sagen. Man kann an beiden Eierstöcken bei fertilen Frauen so 10 kleine Eibläschen sehen und bei ihr waren leider nur 2 sehr, sehr kleine Eibläschen zu sehen. Und das bedeutet bei ihr auch in der Konsequenz, dass wir sie nicht mehr stimulieren konnten, um Eizellen zu gewinnen. Es ist ja wirklich so, dass sie ihr Leben lang jetzt Hormone nehmen muss bis zum 50. Lebensjahr und wird wahrscheinlich auch immer wieder unter den Symptomen der Wechseljahre zu leiden haben. Und was der Hauptfaktor ist, dass sie keine eigenen Kinder haben wird, sehr wahrscheinlich. Die einzige Möglichkeit für sie schwanger zu werden, wäre zum Beispiel eine Eizellspende, was in Deutschland nicht erlaubt ist. Es besteht eine Restwahrscheinlichkeit, spontan schwanger zu werden. Die bleibt, aber das ist unter 5%. Als ich erfahren habe, dass ich keine Eizellen mehr entwickeln konnten, beziehungsweise da nicht keine Therapie mehr möglich ist, das war sehr schwer erstmal. Also ich war sehr gekränkt und man hatte doch noch, ich war so eigentlich ein optimistischer Mensch, ich war noch so ganz positiv gestimmt und das war so endgültig in meiner Phase, wo ich wirklich darunter gelitten habe, dass das jetzt so ist, habe ich immer gedacht, kein Mann möchte eine Frau, die keine Kinder bekommen kann. Als ich das Freundinnen erzählt habe, die haben unterschiedlich reagiert. Viele haben immer so gesagt, das kann doch gar nicht sein, du bist 18, wie ist das möglich? Müsstest ja jetzt schon 50 sein und die kannten das gar nicht. Also diese Krankheit hat niemandem was gesagt und die hätten auch nie geglaubt, dass das überhaupt so passieren kann. Einerseits bin ich froh, dass das wirklich so selten ist und echt nicht viele Frauen betrifft. Aber andererseits habe ich mich immer so ein bisschen auch anders gefühlt, beziehungsweise mich so
ja, schlecht gefühlt, weil ich mir so dachte, warum ist das denn jetzt bei mir und warum bin ich so anders? Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass die Gesellschaft davon ausgeht, dass man später Kinder bekommt. Und ich finde das ehrlich gesagt ganz schrecklich, weil mir ständig gesagt wurde, so und so können Sie später Kinder bekommen und das können Sie tun, das können Sie tun, das können Sie tun. Dabei wollte ich das eigentlich noch gar nicht so hören. Wir haben uns im September 2021 kennengelernt, auf einer Hausparty. Ja, sind dann im Oktober zusammengekommen und sind jetzt seit guten 10 Monaten zusammen. Ja, zunächst habe ich ihm nicht direkt was erzählt, weil ich mir so dachte, in einer Kennenlernphase oder generell, man muss erst mal gucken, wie sich das so entwickelt. Und ich hatte auch ein bisschen Angst und ich hatte mich dann so nach 3 Monaten lange überlegen, wie ich es ihm sage, auch gesagt, weil ich das für mich auch finde, dass es sein gutes Recht ist, dass er davon erfährt, weil es ja auch ein Teil von mir ist. Also ich hatte bis jetzt also noch nicht geplant, im späteren Leben Kinder zu bekommen. Aber es kann sich halt immer noch ändern, muss man dann halt schauen. Ich finde, es bringt jetzt nichts, sich jetzt in den jungen Jahren, wo man sowieso noch keine Kinder haben möchte, sich den Kopf darüber zu zerbrechen. Deswegen würde ich einfach sagen, schauen, wie es in der Zukunft ist und dann kann man gucken. Ich sage ganz ehrlich, ich habe lieber jetzt die Diagnose als in 10 Jahren. Ich glaube, das wäre für mich viel schlimmer, weil ich mich dann vielleicht darauf gefreut hätte. Ich kann ein Kind kriegen, ich kriege ein Kind, wir werden schwanger. Und jetzt weiß ich das halt schon, dass es vielleicht nicht so sein wird und kann mich einfach auch anders darauf einstellen. Manchmal denke ich natürlich auch, dass ich traurig bin, dass ich vielleicht dieses Glück in Form von selbst ein Kind bekommen nie erleben darf, also eine Schwangerschaft. Aber ich freue mich. Also ich werde ja auch Erzieherin und ich dachte am Anfang so, vielleicht macht mir das was aus, aber im Gegenteil, mir macht das total Spaß, mit Kindern umzugehen, auch wenn ich selbst keine Kinder kriegen kann. Heute kann ich sagen, dass ich damit schon relativ gut abgeschlossen habe, beziehungsweise mein Leben einfach anders plane und auch anders damit umgehe. Und ich habe jetzt endlich eine Erklärung dafür, was jahrelang mit mir los war. Wenn du dich mehr für das Thema interessierst, schau dir doch das Video von Reporter an und abonniere gerne unseren Kanal, um keine Studoku mehr zu verpassen.